Mein Name ist Tanita Schwendler. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Intensivstation des Evangelischen Krankenhauses in Mülheim an der Ruhr. Mein Name ist Britta Mülheim. Ich bin Fachpflegerin für Intensiv- und Anästhesiemedizin und ich arbeite im Evangelischen Krankenhaus in Mülheim an der Ruhr. Mein Name ist Linda Blessing und ich arbeite auf der Intensivstation im Evangelischen Krankenhaus in Mülheim an der Ruhr. Und ich bin Klaus Springer und ich leite diese Station. Sehr angenehm ist das Verhältnis hier untereinander. Ich würde sagen, zu 40% männliches Personal und zu 60% Frauen, was ja eigentlich auch für ein Team immer positiv ist. Das ist eigentlich eine ziemlich angenehme Arbeitsatmosphäre. Ich finde das halt gerade schön, dass halt alle Altersstrukturen vorhanden sind und ein Gemisch da ist und jeder von jedem profitieren kann. Natürlich macht man da privat auch was miteinander. Es ist eigentlich wirklich angenehm, hier zu arbeiten. Abwechslungsreich finde ich die Arbeit bei uns auf jeden Fall. Wir sind ja eine anästhesiologisch geführte Intensivstation, die interdisziplinär arbeitet, also sowohl internistische, kardiologische als auch chirurgische und gefäßchirurgische Patienten. Von daher ist da eigentlich, wenn man es so will, für jeden was dabei. Wir haben ja noch die Überwachungsstation unten, also so Ausschläfer, die jetzt nur mal kurz überwacht werden müssen. Die kommen hier oben gar nicht hin. Hier oben sind richtige Intensivpatienten, die auch längere Zeit meistens verweilen. Und da ist von A bis Z alles dabei. Sehr abwechslungsreich. Gutes Verhältnis zu unseren Leitungen. Man merkt eigentlich gar nicht, dass es Leitungen sind. Da würde ich sagen, wir werden es mal eine Woche anschauen, 14 Tage mal Probe laufen lassen, einmal evaluieren. Ich würde sagen, wenn Fragen aufkommen, können wir... Das ist ein freundschaftliches Verhältnis. Und die drei, die Schichtleitung bzw. die Stationsleitung auch mitmachen, die arbeiten ja auch mit dem Team und sind mit an der Front. Dadurch ist einfach der Austausch auch da. Starten aber jetzt, ne? Okay, Dankeschön. An sich ist das Verhältnis zwischen Chef und Pflege hier super entspannt. Es wird schon sehr darauf geachtet, bei uns eine große Kontinuität zu gewährleisten. Das heißt, wenn man einmal Patienten betreut und kennengelernt hat, dass man die auch wirklich weiter betreut. Das ist wie so ein Familienmitglied irgendwann. Ja, das ist Luxus. Jeder Patientenbettplatz ist gleich aufgerüstet, sodass alle Materialien an jedem Bett zu finden sind. Alleine gelassen wird man nicht. Wir haben ein Einarbeitungskonzept entworfen. Du kannst die Parameter einmal hier unten vorstellen. Sodass jeder neue Mitarbeiter erstmal richtig an die Hand genommen wird, einen Monat lang komplett die gleiche Schicht hat wie sein Praxisanleiter. Ventilatoreinstellung. Und kannst dann die Station, sehe ich jetzt auch, ist auf dem neuesten Stand. Wir haben dieses neue Patientendokumentationssystem oder PDMS, sagen wir dazu. Die ist absolut eine Entlastung. Also man hat alles auf einen Blick, die Übersicht ist deutlich besser. Es ist auf jeden Fall ein Zeitersparnis. Das ist natürlich was ganz Tolles, was uns die Arbeit auch erleichtert. Dadurch hat man eigentlich mehr Zeit für den Patienten, ne? Weil die Schreiberei fällt halt weg. Atherenol läuft auf 0,2 Milligramm die Stunde. Das Verhältnis zu den Ärzten ist schon auf Augenhöhe. Die Frage, der Blutdruck war der 166. Man ist per Du, man kennt sich, man arbeitet halt Hand in Hand miteinander. Wie siehst du die Schmerztherapie bei Patienten? Ich habe bis jetzt immer positive Erfahrungen gemacht. Man hat immer ein Feedback, man kann jederzeit anrufen. Man hat einen Austausch, man arbeitet im Team. Wie ist von Ihrer Seite aus? Alles gut, Tatsachen und Schmerzen, die auch kaum habt. Auch wenn man keine Intensiverfahrung vorher gemacht hat, wird man natürlich erstmal eingearbeitet in die ganze Materie und jeder hat eigentlich die Chance, eine Fachweiterbildung für Intensiv- oder Anästhesie zu machen. Wenn man das möchte, wird man hier durchaus gefördert. Eine gute Nachricht für dich. Sogar eine sehr gute Nachricht. Wir werden im nächsten Jahr jetzt selbst eine eigene Weiterbildung hier im Hause aufziehen. Das heißt, den theoretischen Teil machst du drüben in der Schule bei uns. Es gibt Teilzeit- und Vollzeitkräfte. Von 40% bis 100% alles dabei. Ich habe zurzeit eine 40%-Stelle. Ich habe, als ich begonnen habe vor einem Jahr, erst 2 Monate in Vollzeit gearbeitet, um wieder den Anschluss zu bekommen. Und dann konnte ich reduzieren auf 40%. Das ist auch echt cool hier bei uns. Wir haben immer einen Wunschdienstplan auslegen, 6 Wochen vor Monatsanfang. Und ich sag mal, zu 80% bis 90% wird das berücksichtigt. Also ich konnte mich bis jetzt noch nicht beklagen, muss man ganz klar sagen. Wenn ich nach Hause gehe, also im Allgemeinen, habe ich ein gutes Gefühl und sage, der Tag war erfolgreich, man hat dem Patienten was geben können und man kriegt auch vom Patienten auch was zurück. Und das ist eigentlich befriedigend, das ist schön. Unsere Intensiv- und Intermediate-Care-Station wurden mit dem Neubau von Haus C gemäß den neuesten wissenschaftlichen, technischen und arbeitsergonomischen Erkenntnissen geplant. Die 2013 fertiggestellten Stationen mit insgesamt 17 hellen, großen Einzel- und Doppelzimmern bieten dadurch ideale Arbeitsbedingungen.
Mit viel Tageslicht, großen Dienst- und Funktionsräumen und überall einheitlichen Apparaten. Wir sind über 70 Mitarbeiter im Team mit einer Fachpflegequote von mehr als 50%, die in Voll- und Teilzeit aktuell 14 Intensivbetten sowie 18 IMC-Betten betreuen. Wir haben auf beiden Stationen noch Kapazitäten frei. Machen Sie mit und werden Sie ein Teil von uns.